Praxis nicht weg. Ja, ich muss ja. Ja. Ja, also nochmal guten Tag von meiner Seite. Kein Waffensystem alleine bringt die Entscheidung, auch wenn Sie jetzt über andere Dinge, die in den Medien zurzeit diskutiert werden, das alleine bringt nicht die Entscheidung. Entscheidend ist, wie, in welchem Kontext Sie mit anderen Systemen und Waffen Sie diese Sachen einsetzen und dann basierend auf welchem taktischen Operationsplan und in welchem Gelände. Auch hier in Klies ausbilden, an anderer Stelle, aber auch hier. Und Sie haben natürlich die Gelegenheit, also ich ermutige die Ukrainer, uns Ausbilder zu schicken, damit wir hier Train the Trainer machen können. Und das ist hier auch der Fall. Wir haben eigentlich in jedem Durchgang auch ukrainische Ausbilder dabei, die hier die Ausbildung mit durchlaufen und hier dann auch länger bleiben, um hier mit auszubilden. Die unmittelbar ihre Eindrücke hier vielleicht schildern können. Und ja, ich denke, was die Ukraine am meisten bewegt, ist die Ausbildung von Unteroffizieren und Offizieren, weil das auf der Hand liegt, dass die professionellen Soldaten natürlich jetzt seit anderthalb Jahren im Krieg sind. Viele sind gefallen oder verwundet und die brauchen halt jetzt Nachschub auch an Führern, Unterführern, und das wird ziemlich nachgefragt. Einmal komplett abgesehen. Чому це важливо саме отримувати Leopard 1? Ну, це дуже важливо, бо ми отримуємо нову техніку, потрібну для нас, і нам треба вміти працювати з нею. Техніка відрізняється від нашої, її треба добре знати, тому так, це дуже потрібно. Стосовно Німеччини саме, да, власне, якби... Ми вмотивовані захищати нашу країну, і це найкращі ліки від страху. Zunächst muss man mal sagen, wenn man über den Leopard 1 im Vergleich zum Leopard 2 spricht, kann man wirklich sagen, Kampfpanzer ist Kampfpanzer, ganz platt, weil die Unterschiede nicht so gewaltig sind. Natürlich ist der Kampfpanzer Leopard 2 eine deutliche Weiterentwicklung, aber alles, was beim Kampfpanzer Leopard 2 elektronisch ist und elektronisch funktioniert, ist beim Leopard 1A5 eher mechanisch, aber die Kampfweise und die Funktionsweise, die ist doch sehr ähnlich. Eine Frage noch, mit welchem Gefühl verabschieden Sie Ihre Schützlinge denn jetzt? Die ukrainischen Soldaten sind hoch motiviert und das müssen sie auch sein, denn die Bedienungsanleitung, wenn man die Grundfertigkeiten am Kampfpanzer erlernen will, ist gut 700 Seiten stark. Und die Motivation merkt man vor allem daran, dass sie auch nach Dienst sich mit dem System beschäftigen und wirklich willens sind, sich das System in wirklich kürzer Zeit anzueignen. Als die